bin Marco Kramme, Pilot auf dem Rettungshubschrauber Christoph 36 in Magdeburg. Ich möchte euch mal ein gutes Beispiel geben, was die entscheidenden Minuten bei der DF-Luftrettung sein können. Jeder kennt die Situation von uns, wenn wir uns morgens in das Auto setzen, losfahren und eigentlich überhaupt keinen Plan haben, ob das Auto richtig funktioniert. Gehen die Scheinwerfer, das Bremslicht, die Kennzeichenbeleuchtung, habe ich genug Luftdruck auf den Reifen? All das interessiert mich eigentlich bei meinem normalen täglichen Ablauf in meinem Auto überhaupt nicht. Spätestens dann, wenn die Polizei mich anhält und mir sagt, dass irgendetwas nicht funktioniert, weiß ich, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Aber genau diese kleinen Fehler können wir uns in der Luftrettung nicht erlauben. Daher verbringt der Pilot morgens vor dem Dienst eine längere Zeit im Hubschrauber und checkt alle Systeme, ob sie so funktionieren, wie sie auch wirklich funktionieren müssen. Denn diese Minuten, die können entscheiden über Leben und Tod.